So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu South Park Direkter Choläre Zerreißprobe. Wir haben beim letzten Mal zu Abend gegessen, sind schlafen gegangen und jetzt sollen wir bei Nacht raus. Das erste Mal bei Nacht und unser Vater ist halt zugedröhnt bis sonst was. Auf jeden Fall gehen wir jetzt raus. So, Rätselmeister, sehr schön. Haus verlassen. Steht Captain Diabetes! Alles klar, Captain Diabetes. Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Okay, Verbindung freigeschaltet, Captain Diabetes. Bereit? Hier geht's zu Kyle. Okay, gehen wir zu Kyle. So, jetzt kommen wir aus dem Haus, haben wir geschafft. Folge Captain Diabetes zur Abkürzung. Okay, was haben wir hier? Scott Malkinson startet gleich mit dem neuen eine Mission, Captain D. Captain Diabetes, bitte benutze das offizielle Kuhn & Friends Hashtag für missionsbezogene Posts. Kuhn & Friends. Alles klar. So. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Oh. Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich! Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Alles klar. Besiege Randy. Sehr schön. Du willst es drauf anlegen? Na gut. Alles klar. Attacke. Dann viel Spaß mit der Erdfalle. Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Okay. Ich weiß halt nicht, was er wo macht, deswegen. Ja. Der Schlüssel bleibt bei mir und damit basta. Warum kämpfen wir nochmal? Ich hab deine Schlüssel. Was, ohne hinzufahren? Wow. Okay. Schnapp ihn hier. Dann, versuchen wir es mal so. Ich komme nicht dazu, ihn einzufrieren. Jetzt endlich mal auf! Auf keinen Fall! Verschissene Hurenschlampen! Geh mal. Ich will ihn eigentlich einfrieren. So. Geht doch. Sie müssen dringend zu den anonymen Alkoholikern! Ich mach sie fertig! Okay. Ja, er schützt sich dadurch. Sehr schön. Ich glaube, meine Eier sind schon über meinem Magen. Zeig ihn, wo der Hammer hängt. Mach ich. Hey, fick dich auch. Schau jetzt gut zu, ich mach kurzen Prozess. Ja, irgendwie mag ich den Kampf gegen Randy. Wir brauchen Muntermacher. Ich kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich brauche nur den Autoschlüssel. Gib mir meinen Kackschlüssel! Hol ihn in die Fresse! Na los! Ja, ich. Oh mein Gott. So ein Kratzer. Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen. Ja. Ihm ist wirklich keiner gewachsen. Ja! Scheiße. Oh, ach ja, meine Frau braucht Damensachen. Boah, wie bin ich hierher gekommen? Okay, Sidekick regelt das mit links. Dann benutzen wir mal.
unseren Ultimativangriff. Mann, sowas macht man nicht. Nicht? Sieh zu und lern. Ja, ja. Verdammt. Das zweite Mal habe ich verkackt. Da müsste eigentlich Schaden kriegen. Ja, sag. Ich bin immer noch voll geladen. Ja, man sieht's. Du bist voll geladen. Ich schwöre, dass ich noch Auto fahren kann. Ne, das war's jetzt mit dir. Ich schnappe mir den Schlüssel, aber erst noch eine Runde. Gute Nacht, Mr. Marsh. Okay, Sieg. Gewächs von Bacchus oder Bacchus ist ein Artefakt. Boah, das hat sogar 40. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Nehmen wir. Aber immer noch kein Rangaufstieg. Leider nicht. Okay, Sidekick, die Pflicht ruft. So. Dann geht's weiter. Das ist eine Abkürzung durch Kiteversteck. Okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Aber ich glaube fast nicht. Okay. Folge. Kyle ist gerade auf einer anderen Mission. Wir sind auf uns allein gestellt. Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay. Ich glaube, wir müssen einmal hier durch. Okay, nichts drin. Okay, aber ich glaube... Sollen wir hier hin? Sieht ja fast nicht so aus, oder? Okay. Vielleicht nach oben? Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Alles klar. Kann ich's jetzt? Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich Zuckerzorn. Okay. Sehr gut, Sidekick. Ich find's so cool, wie immer Sidekick sagt. Das ist Humankinds Geheimversteck. Okay, erstmal durchsuchen. Das macht mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Alles klar, wieso durchs Fenster? Aber vorher. Wir müssen den Weg. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Ja, okay, Super Arbeit, Sidekick! Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. So, Diamantkostüm. Alles klar. Und Stoffballen. Aber ich glaube, ansonsten habe ich hier alles. Ich weiß ja nicht, wann ich hier nochmal hinkomme, deswegen. Komm schon, Falke. Keine Angst. Okay, was? Was hat mir das jetzt gebracht, den Ventilator anzustellen? Na egal. Dann würde ich sagen, gehen wir. Ehrlich, hab keine Angst. Ja, und wie? Ah, okay. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stadtplatz. Okay. Oh mein Gott, was ist hier los?
Oha. Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich ganz flach legen lassen. Also, ich wurde. Country Marsh Pit. So eine blöde Scheiße. Mein Zuckerzorn ist hier genau das Richtige. Oh shit, es geht los. So viel Zucker. Ah. Oh Gott, das war zu viel. Ich brauche Insulin. Insulin, schnell. Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, ja. Oh mein Gott. Erstmal ein bisschen Apfelsaft und dann... Okay, ich folge ihm. Ah, okay, hier lang. Hier ist es. Hier werden wir die Frau finden. Ernsthaft? Mach dich auf unappetitliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst. Komm, lass uns reingehen. Okay. Wir gucken erstmal. Da ist auf jeden Fall was. Oh mein Gott. Hey, gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Ja. Komm her, ich hab ne Idee. Was für eine Idee? Natürlich! Zur Seite, Sidekick! Alter, der rastet richtig aus. Der hat so ein richtiges Aggressionsproblem, der Junge. Nach dir! Ich würde gerne wissen, was passiert wäre, wenn wir zum Eingang gegangen sind. Ah, wir kommen hier gerade nicht weg. Wir müssen jetzt da hoch. Egal, ich würde sagen, bevor wir da jetzt reingehen, beende ich die Folge an dieser Stelle und wir schauen uns den Stripclub in der nächsten Folge an. Und schauen mal, ob wir die Frau mit dem Penis-Tattoo finden, weil das ist unsere Hauptmission zurzeit. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst der Folge ein Like und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von South Park direkt. Jetzt habe ich wieder Probleme mit dem Namen. Direktakuläre Zerreißprobe. So geht's. So, also macht's gut und bis zum nächsten Mal.